Wo bleibst du denn so lange? Ja, hast doch gesagt. Ich soll noch was besorgen. Ja und? Wo ist es jetzt? Ja, was denn? Der Knochen, den du mitbringen wolltest. Den habe ich vergessen. Mal wieder vergessen. Du vergisst alles. Und dann verlegst du alles. Und du bist voll durcheinander. Mach mir doch keine Vorwürfe. Ich kann doch nichts dafür. Wieso nicht? Meine Eltern haben gesagt, ich habe ADHS. ADHS? Was denn das? Weiß ich nicht. Also, sie haben gesagt, anders denken, hören, sehen, handeln. Nee, wieso denn sehen? Du hast doch eine Brille auf. Bei mir läuft das anders. Also, sie haben gesagt, ich kann nicht filtern, wenn du einen Sandsieb hast, ne? Du kannst dann filtern, die Steine. Und bei mir läuft alles durch. Ich höre jetzt die Vögel und ich höre auch den Springbrunnen und ich höre die Autos und alles höre ich gleichzeitig laut. Na, das ist ja voll blöd, oder? Ja, und dann werde ich immer wütend. Wütend? Warum denn? Weil alles durcheinander läuft und alle mich auslachen und mich lächerlich machen. Das ist wirklich blöd. Aber das hättest du mir doch eher sagen können. Was ist das denn genau, ADHS? Naja, das ist einfach so, dass es da ist und dass ich schwieriger habe. Und dann werde ich wütend und aggressiv und haue und schlage um mich um. Und dann bin ich einfach böse, sagen alle. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Und was machst du jetzt dagegen? Ich kriege Tabletten und nächste Woche. Und dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann kann ich nach vorne gucken und nicht alles rechts und links. Das läuft durcheinander. Das wusste ich nicht. Vielleicht sollten wir das unseren Freunden mitteilen. Und deiner Lehrerin, damit die Bescheid wissen. Jetzt kann ich es auch verstehen, dass du oft so träumst und ganz woanders bist und dass du dir die Ohren zuhältst, wenn es zu laut wird. Um einmal läufst du in die falsche Richtung. Dafür kann ich aber nichts. Na, das muss man eben wissen. Seht ihr, Kinder, es gibt auch Kinder, die ADHS haben. Wie war das nochmal? Anders denken, sehen, hören und handeln. Aha, okay. Naja, wenn man das doch erstmal weiß. Ich dachte, du hättest einen völlig daneben. Du wärst manchmal ganz schön Panne, ne? Aber jetzt kann ich das verstehen. Aber weißt du, was ich ganz gut an dir finde? Nö, was denn? Mann, du bist so kreativ und manchmal ganz lustig. Kannst ganz tolle Sachen machen und bist dann ganz schnell, die andere überhaupt nicht können. Meinst du? Doch, du hast ganz tolle Ideen. Und die Farben. Und du malst so schön mit den Farben. Und kannst ganz tolle Sachen bauen. Das ist selten. Naja, aber dafür lasse ich alles liegen. Oder meinen Knochen, den habe ich verlegt. Der ist einfach auf einmal weg und den finde ich nicht mehr. Naja, vielleicht wird's mit den Tabletten ja besser. Ich habe gelesen, ja. Na, dann müssen wir das mal an die Kinder weitergeben. Ja, also Kinder, so ist das manchmal im Leben. Aber es geht immer weiter. Und auch mit ADHS. Bis bald. Eure Marie. Und Balou.